Hallo und herzlich willkommen hier auf Hanspirit mit Daniela Hahn zum Monatsauslage April für alle Steinbock-Geborenen. Ja, dieses Video ist für dich, wenn du im Sternzeichen Steinbock geboren bist oder wenn sich dein Aszendent im Steinbock befindet, dann bleibe dran. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Videobeschreibung, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Schau doch einfach mal auf www.hahnspirit.com vorbei. Aber jetzt zur Deutung, ihr lieben Steinböcke. Was bringt der April euch? Wir schauen hier erstmal in eine Überschriftskarte, bevor wir noch fünf Tarotkarten hinzuziehen. Hier haben wir die Karte Indigo bekommen. Das ist sehr, sehr spannend. Also bei euch darf es ruhig im April ein bisschen mystisch werden. Ihr als Erdzeichen, bodenverhaftet, ja, also auch wenn ihr auf die höchsten Berge kraxeln könnt, also laut eurem Sternzeichen und mutig seid, habt ihr ja trotzdem eine gewisse Erdung und Bodenhaftung. Und jetzt werdet ihr aber so ein bisschen irgendwie in eine Stimmung versetzt, in eine mystische Stimmung. Also es darf spirituell werden, es darf so ein bisschen besonders werden. Also, ne, das ist ja hier wie so ein kleiner Glücksstern. Also vielleicht auch, ihr kriegt eine neue oder andere Sichtweise auf die Dinge. Ich sehe ein großes Hinterfragen. Ich will jetzt nicht sagen, oh, da kommt ja aber der Steinbock ganz schön in eine Sinnkrise. Ja, beim einen oder anderen mag das sein, aber man hinterfragt klug. Also es ist ein Punkt, wo man über etwas nachdenkt, wo man Lust bekommt, etwas von einer anderen Sichtweise, von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Und somit hat der Monat natürlich eine hochspirituelle, aber auch ja eine Art Sinnfindungsgrundthema mit drin. Also es kann auch um den Lebenssinn gehen. Welche Aufgabe habe ich? Wo orientiere ich mich beruflich hin? Möchte ich etwas zurücktreten im Job, dass ich mehr Zeit für Familie und Privatleben habe? Also man hinterfragt gewisse Dinge. Jetzt schauen wir aber mal weiter hinein, was denn die weiteren Tarotkarten hier noch zeigen. Wir ziehen jetzt die fünf Tarotkarten bitte für die Steinbockgeborenen im April. Und dann gucken wir mal, was ihr da noch bekommt. Ja, die Königin der Schwerter, das ist schon, ne, hier haben wir zwar das Kind drauf, das hier in einem blauen Nebel sitzt, aber hier ist ja auch blau und sie sitzt da und denkt nach. Und die Königin der Schwerter ist ja die Luftenergie. Und das ist der Intellekt, das ist der Verstand, das ist der Kopf. Und der Kopf und der Verstand, die arbeiten diesen Monat ja effektiv, würde ich schon sagen. Aber natürlich auch, wenn wir so tief in Themen reinsteigen, ja, ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, kann es natürlich, wow, es ist anstrengend, kann es natürlich beim ein oder anderen Steinbock schon so ein bisschen das Gefühl aufkommen, was ist das jetzt mit mir? Was ist denn jetzt so los? Es ist irgendwie anders bei mir. Und der ein oder andere empfindet es vielleicht sogar echt als Sinnkrise. Also es spiegelt sich hier schon in den Karten wider. Aber es hat was mit einem Wachstumsprozess zu tun, mit einem inneren spirituell-geistigen Wachstumsprozess. Also es das heißt für die Steinböcke, der Monat ist nicht ganz einfach. Er führt euch an eure Grenzen. Wir haben das Teufelchen drin und der Teufel zeigt uns immer auf, an was wir gebunden sind.
Jeder Mensch hat irgendwelche Süchte, Abhängigkeiten und damit meine ich jetzt nicht die Standarddinge wie Drogen, Alkohol oder sonst irgendwas oder Essen oder opulente Male, also Mahlzeiten, also wenn einer so viel isst, ne? Also irgendwas hat jeder Mensch und das muss nicht diese typischen Sachen sein, es kann irgendwas anders sein, der eine arbeitet zu viel, der andere schläft zu wenig, der nächste schläft zu viel, der andere ist sportlich zu aktiv. Der Körper hechelt schon daher, aber er muss Sport machen. Also jeder hat irgendwelche Süchte, Abhängigkeiten, Dinge, wo er weiß, das ist eigentlich nicht gut für mich, aber ich muss es trotzdem machen, ich komme da nicht weg. Und diese Themen können ganz stark hier angetriggert sein, ne? Kann auch in Beziehungsdingen sein, im beruflichen, was auch immer das bei dir ist. Und irgendwie spürst du jetzt, du kommst an einen Punkt, da geht es nicht so richtig weiter. Und jetzt hinterfragst du diesen Sinn. Ist es die Richtung, die ich eingeschlagen habe, wirklich die, die ich haben wollte im Leben? Ist das alles so gut oder will ich doch in eine andere Richtung? Will ich kürzer treten oder will ich mehr machen? Was auch immer. Wir haben nämlich auch hier so ein bisschen das Trauerthema. Ne? Seht ihr, das schwarze Loch ist da drin. Also der Steinbock ist jetzt nicht der depressive Typ unbedingt, ne? Aber ihr schaut da schon ganz tief mal rein in diese inneren Abgründe. Das heißt, es kann auch übers Traumleben das ein oder andere hochkommen. Man möchte sich davon lossagen, weil die innere Vernunft, der Verstand arbeitet ja stark, der sagt, ja, ich will das machen und ich kann das auch machen. Also der Steinbock hat ja auch einen starken Willen, sonst könnte er den höchsten Gipfel nicht ersteigen. Er hat ein Durchhaltevermögen, mehr als alle anderen Zeichen hat er ein Durchhaltevermögen. Und also wo der Widder einen Willen hat, aber nicht das Durchhaltevermögen, da hat der Steinbock eine horrendes Durchhaltevermögen, man kann sagen eine Saunatur, ne? Also im positiven Sinne. Und man ist gefrustet, weil an einem gewissen Punkt etwas nicht so läuft, wie man es gern haben will oder man irgendetwas nicht in die Richtung bekommt, wie man es gern hätte. Das kann zu Weglauftendenzen führen, dass man sich frei macht, vielleicht macht man spontanen Ausflug, braucht einen Blickpunktwechsel, also das kann zu einem Urlaub führen oder dass man irgendwie Reis ausnimmt. Der eine oder andere schwingt sich vielleicht wirklich auf sein Motorrad und macht mal eine Tour, ne, oder in sein Auto oder sonst was, auf sein Fahrrad und sagt, ich muss jetzt meinen Kopf freikriegen. Also wir haben unheimlich viel Luftelement hier drin. Es bläst ordentlich durch. Die geistige Welt sagt mir, du kommst noch nicht ganz zur Ruhe. Also das wird ordentlich durchgeblasen, aber du kommst mit neuen Erkenntnissen raus. Beim einen oder anderen ist es eine kurze Phase, je nachdem, wie sehr ihr in dem Momentum des Steinbocks drin seid, weil euer Sternzeichen besteht ja aus mehr, also euer Horoskop besteht ja mehr aus mehr als euer Sternzeichen. Gott, heute Wortfindungsstörungen. Also es kommt immer darauf an, wie stark der Steinbock-Aspekt bei dir gerade ist. Ne? Der eine steckt mehr drin, da dauert es dann ein bisschen länger, da reicht der April nicht aus. Beim anderen ist es geflutscht in ein paar Tagen. Also, aber es geht in eine, ja, dieser innere Leitstern. Da ist der innere Leitstern, der anspringt und der dich in eine andere Richtung führt, wie du vielleicht dachtest, dass du gehen willst, und es rüttelt durch. Also es rüttelt durch, kann man sagen, beim Steinbock. Aber ihr müsst keine Furcht haben. Wie gesagt, ihr habt ja hier den Stern, der steht ja auch für einen Schutz. Und ihr könnt auch ganz gut damit umgehen. Ja, so viel zu den Steinbock-Geborenen. Ich wünsche euch ein wunderbares Osterfest. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.